Jo, hallo, in unserer Milchstraße soll es nur so von schwarzen Löchern wimmeln. Astronomen der University of California in Irvine haben eine kosmische Inventur durchgeführt und ihre Berechnungen ergaben, dass es in unserem Universum scheinbar vor schwarzen Löchern wimmeln muss. Wie die Astronomen auf ihrer Webseite UCI News berichten, dürften allein in unserer eigenen Galaxie, also der Milchstraße, rund 100 Millionen schwarze Löcher existieren, die unbemerkt um uns herum wirken. Ihre Studie begann vor über 18 Monaten, kurz nachdem das Laser Interferometer Gravitationswellenobservatorium, kurz LIGO, zum ersten Mal Gravitationswellen nachgewiesen hatte. Co-Autor James Bullock schreibt, grundsätzlich war der Nachweis von Gravitationswellen eine große Sache, da es die Bestätigung einer zentralen Vorhersage von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie war. Doch dann sahen wir uns den astrophysikalischen Hintergrund der aktuellen Ereignisse etwas näher an, eine Fusion von zwei schwarzen Löchern mit jeweils 30 Sonnenmassen. Das war erstaunlich und wir fragten uns, wie häufig sind schwarze Löcher dieser Größe und wie oft fusionieren sie? Mit den LIGO-Daten als Grundlage konnten die Forscher die Sternenentstehung in Galaxien verschiedener Typen berechnen und daraus schließen, wann und wie viele schwarze Löcher in jeder Galaxie entstehen. Große Galaxien sind die Heimat älterer Sterne und sie beherbergen auch ältere schwarze Löcher, erklärt Dr. Oliver Elbert, der ebenfalls an der Studie beteiligt war. Boah, nun stellt euch mal vor, unsere Erde nähert sich so einem schwarzen Loch. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Naja, ich hoffe, die Informationen waren ein bisschen hilfreich und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage wie immer bis zum nächsten Video. Okay.